So, hallo erstmal zu unserem Aura Kingdom 2 Gameplay Video von X-Legend Entertainment. Aura Kingdom ist, wie man es sehen kann, ein Rollenspiel. Also hier läuft doch gerade alles schön im Automodus ab. Es, muss ich sagen, stört mich bei dem Spiel komischerweise nicht so extrem wie bei anderen typischen Auto-RPGs. Also das ist hier irgendwie nicht ganz so schlimm. Man muss auch ab und zu mal interagieren. Also jetzt wie hier zum Beispiel, wenn eine Quest abgeschlossen ist, muss man zumindest ein bisschen klicken und das mal annehmen, damit es mal überhaupt weitergeht. Das ist ja in den ganz schlimmen Auto-RPGs ja überhaupt nicht der Fall. Da muss man ja gar nichts drücken. Auch die Grafik finde ich eigentlich ganz gut für ein Mobile-Game, da kann man eigentlich gar nichts sagen. Und ich habe hier auch so Begleiter, da kann man Fähigkeiten starten dann. Die sogenannten Eidolons. Also ich muss jetzt hier irgendwelche Blumenpilze kaputt hauen. Ja, die Story ist, keine Ahnung, also bin ich ganz ehrlich, habe ich meistens so ein bisschen weiter geklickt oder so, aber jeden, der es interessiert, sie ist zumindest auf Deutsch. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt bei solchen Spielen. So, ich stopp das hier auch mal, das Gekämpfe. Das ist ja nur noch was zeigen. Man hat hier auch einen Questlog, also es gibt echt immer viel zu tun. Gildenquests kann man machen, Premium-Quests, Söldner-Quests und sowas. Und dann halt wirklich so, hau 20 hiervon, hau 80 davon, hau 150 hiervon um. Schauen wir uns halt mal die an. Alchemie-Quest, was wir da machen noch? Also man wird auch immer direkt irgendwo hingeportet. Man muss da jetzt nicht irgendwie durch eine Open World rumlaufen, auch wenn die Gebiete sehr weitläufig sind. So, was muss ich jetzt hier machen? Okay. Ah, okay. Ah, hier muss man die Dinger anklicken. Ja, ab und zu kriegt man auch so Nebenquests, da muss man dann irgendwas klicken, das finde ich eigentlich ganz lustig gelöst. So wird gecraftet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ist zumindest kein reines Autoplay. RPG. Oh, die leuchtet gelb, schauen wir uns immer an. Wie zwei Sachen auf einmal. Oha. Nein. Boah. Ne? Okay. Das geht mit der Maus ein bisschen schlecht, weil ich spiele hier auch auf Bluestacks gerade. So, gehen wir hier mal raus aus diesem Dungeon. Die Ladezeiten halten sich eigentlich auch in der Regel immer relativ gering, das finde ich auch ganz angenehm. Bei anderen Games, da wartet man dann eine Minute, bis mal was geladen ist. Gerade dafür, dass die Grafik eigentlich auch relativ gut ist, also wenn man hier mal guckt ein bisschen. Also kann man sich für ein Handyspiel, glaube ich, nicht beschweren. Ein klar, ein vollwertiges PC-MMO wird sowas... Also noch nicht ersetzen. Ich denke mal, das dauert noch ein paar Jahre. Ah, das ist doch so eine Art Gold-Dungeon. Den machen wir auch mal schnell. Also ich habe auch schon probiert, manuell zu kämpfen. Das funktioniert auch, aber... Ja, wie soll ich sagen? Also wenn es eine Autoplay-Funktion gibt, dann nehme ich die in der Regel ja auch, weil da bin ich dann auch ein bisschen bequem, nennen wir es mal so. Ich glaube, das würde kaum jemand anders nicht so machen. Und wobei, es gibt ja doch einige, die wo dann trotz Autoplay manuell spielen.
Aber ja, das muss ja theoretisch jeder selbst wissen. Ich meine, interessant wäre in meinen Augen, wie sich so ein Rollenspiel auf dem Handy schlagen würde, wenn es keinen Automodus gäbe. Ich glaube, dann würden mehr über den fehlenden Automodus jammern als über den Automodus. Ja, was auch angenehm ist, auch solche Dungeons, also die dauern jetzt nicht ewig, sondern sind halt nach ein paar Minuten dann auch erledigt. Wenn man mal guckt, es gibt auch immer eine Stufenobergrenze des Servers, also es kann hier jetzt keiner irgendwie 24/7 spielen und davon leveln. Finde ich eigentlich auch fair gelöst. Kann ich nichts sagen. Ja, der eine regt sich drüber auf, der andere findet es okay, also ich denke mal, da hat jeder eine eigene Meinung dazu. Ja, das ist halt wie gesagt. Also, Rollenspiel Autoplay, ne? Kann man natürlich währenddessen, wenn man so zuschaut, nicht viel machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch überwiegend nebenbei einfach ein bisschen laufen lassen und immer ein bisschen rumgeklickt. Also dafür ist es ganz gut geeignet. Gerade wenn man am PC spielt, zum Beispiel mit BlueStacks nebenbei und so ein bisschen Netflix nebenbei schauen und dann habe ich das immer so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Da ist es wiederum dann ganz gut. Man muss halt ab und zu auch mal klicken und schauen, was man gerade gemacht hat oder macht. So, abgeschlossen. Gehen wir mal raus. So, während ich euch noch ein bisschen was zeige, kann ich die hier einfach kloppen. Geht ja dann ganz gut. Ja, es wird hier einem auch immer so eine Schnellleiste angezeigt, was es so machen kann. Also jetzt hier will ich zum Beispiel meine Talente schnell aufleveln. Gibt's auch Buch, in dem man hier Informationen über die Monster sammelt automatisch. Das gewährt einem dann auch immer ein bisschen zusätzliche Attack Power. So, jetzt macht er hier die Quest. Stehen. Ja, die Eidolons, das sind eure Begleiter, und da gibt es viel zu viele. Die bekommt man aus einer Gacha-Ziehung und kann die auch dann überwiegend nur durch solche Gacha-Ziehungen, indem man ein paar Doppelte gezogen hat, auch verbessern. Na, hier für die Entwicklung brauche ich den dann nochmal. Ja, was ein bisschen nervig ist, sobald man irgendwie ein Level-Up hat und die alle immer manuell hochstufen. Also zumindest die, die man im Team hat. Ist dann immer ein bisschen nervig, wo man sich dann echt hier immer erstmal ewig lang durchklicken muss. Habe ich auch schon keine Aufwertungsmaterialien mehr. Seine Waffen kann man natürlich auch dann verstärken. Das wird einem halt dann auch immer direkt so angezeigt. Aber das kennt man ja aus anderen Spielen dann auch. Einlegen angezeigt habe ich auch schon gemacht. Das ist anscheinend noch so ein kleiner Anzeigefehler. Ich kann hier weder Steine verbessern noch
Ah, okay. Was? Doch kein Fehler, ich nehm's zurück. Einlegen. Nee, warum leuchtet das dann noch? Also doch ein Fehler. Naja, egal. Dann sterbe ich jetzt nicht. Ja, ansonsten gibt's trotz alledem viel zu tun. Also man hat hier extra so eine Verliessparte. Nur so Story-Quests, die werde ich jetzt mal nicht machen. Weil ich will hier auch niemanden irgendwie spoilern oder dann so ein bisschen die Vorfreude nehmen, falls er da hier mal doch dann das Spiel spielt und auch reingeht. Also da gibt's noch einige. Also hier gibt auf jeden Fall 187 Level. Ja, dann gibt's natürlich noch so Erfahrungs- und Gold-Dungeons, ja. Die Verstärkung, ein Turnier. Und auch für eure Eidolons. Ja, das ist hier auch. Hier kriegt man auch Aufwertungsmaterialien. Das ist jetzt aber auch wieder eine Gruppenquest. Ich zeige euch das mal kurz. Hier wird jetzt ein Team suchen und wenn ich dabei trete, dann startet irgendwie niemals einer. Ja, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Also vielleicht habe ich da auch immer nur Pech. Oder ich bin denen zu schwach, dass sie deswegen dann nicht starten. Keine Ahnung. Und aktuell gibt es hier auch zeitlich begrenzte Quests. Die kommen dann auch noch dazu. Wem das nicht reicht, dann gibt es hier unter dem Eventpunkt gibt's auch nochmal einen Haufen zu tun. Das geht noch nicht. Bis um 30 Stunden. Und das muss ich sagen, das hatte ich mir nicht angeschaut. Das war vor kurzem noch gar nicht freigeschaltet. Ja, ist auf jeden Fall eine PvP-Zone. Hier kann man nochmal zusätzliche Aufgaben für mehr EP und Ausrüstung erfüllen. Hatte ich ja schon mal kurz im Questlog gezeigt. Auch hier diese Premium-Quest, da kann man sich aussuchen, was man machen will. Eventturm, das sind auch jeden Tag verschiedene Aktivitäten. Okay, sind fast die gleichen. Geben euch dann auch wieder Erfahrungspunkte und hier auch blaue Diamanten. Das ist so die Semi-Premium-Währung, die man sicher spielen kann. Gruppenquests gibt es dann auch, also man kann auch zusammen mit anderen questen, überhaupt kein Problem. Ja, Verlies hatte ich gerade gezeigt. Aber was auch interessant ist, also man kann diese Verliese nicht ewig machen, sondern hier steht auch immer ein Beutezähler. Also man kriegt nur für eine bestimmte Anzahl, kriegt man eben Loot. Also hier immer 2 oder 1. Story Quests auch nur 3. Also man kann dann zwar öfters reingehen, wenn man will, aber man bekommt dann nicht mehr Loot. Hier der Schmied, das funktioniert genauso wie die Alchemie, was ich gerade am Anfang gezeigt hatte. Wo man reingeht und irgendwelche komischen Mini-Quests da erlegen soll. Gibt es auch eine Open-PvP-Zone, die ist auch nur zu bestimmten Uhrzeiten geöffnet, was auch ein bisschen blöd ist. Eine Arena gibt es auch. Aber das finde ich ein bisschen langweilig, weil das ist ja halt auch wieder nur ein Autokampf. Könnte man theoretisch manuell spielen, aber der Gegenüber wird ja auch im Automodus gespielt. Deswegen wäre es ja fast schon ein bisschen unfair, wenn man hier jetzt manuell spielen würde und das Spiel dann besser wird. Und das war's schon. Okay. Ja, Arena habe ich jetzt eigentlich nie so direkt gemacht. Das hat mich nicht wirklich interessiert.
Ja, das war's an spielbaren Content eigentlich auch schon. Das ist so ein Haufen, den man erledigen kann. Also hier links sieht man ja auch die Schnellleiste für die ganzen Quests. Story Quest ist auch relativ interessant. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick in den Shop. Ja, hier gibt's ein paar Anfängerpakete. Das ist jetzt alles so, ja. Man nicht unbedingt. Also es sind auch Blitztickets, dass man halt nicht alles selber spielen muss. Das ist kein Pay-to-Win. Erstlade-Aufladepaket. Ein Erstkauf-Aufladepaket jetzt. Schwieriges Wort. Ja, man bekommt ein Mount, aber man hat direkt zu Anfang auch einen Mount geschenkt bekommen. Bisschen schneller, also das ist auch nicht wirklich, wirklich, ja, spielentscheidend. Ja, wenn man gewisse Online-Zeit hat, auch einige Belohnungen. Gibt es aktuell Anfängerbelohnungen? Ja, also es hält sich hier schon sehr in Grenzen. Auch hier Ingame Shop direkt, ja. Also man kann hier einiges für diese blauen Edelsteine kaufen, blauen Diamanten. Manche Sachen auch hier für Gold. Ja, und gewisse Dinge eben dann nur für diese automatische Diamanten, für diese kaufbaren Diamanten eben. Also gucken wir mal hier. Ja, 5 Diamanten in Euro. 5.500, 100 Euro, ja. Die Preise würde ich mal sagen. Und man muss auch dazu sagen, es hält sich eigentlich in Grenzen, was man sich hier an Vorteilen kaufen kann. Das Einzige, was ist, die Eidolons eben, die kommen hier mit einer Gacha-Ziehung daher. Und wenn man die mit Premium-Steinen zieht, sind die Chancen natürlich erhöht. Man kann aber auch hier so Gratis-Tickets, die man vom Questen bekommt, kann man ziehen oder eben dann auch für diese blauen Diamanten. Auch bei den Kostümen und bei den Reittieren, das ist auch über Gacha gelöst. Also diese Tickets kriegt man ja auch. Zeigt ihr mir das dann wohl? Den kann man kaufen, okay. Hier kann man sich auch ein paar Cosmetics direkt für diese blauen Diamanten kaufen. Juwelen kann man auch nur aus einer Gacha-Ziehung dann separat bekommen oder man kriegt es halt durch Questbelohnung. Okay, der hat auch noch ein bisschen was. Ah, der hat quasi von allem was. Naja. Also wie gesagt, der Shop, muss ich sagen, ist eigentlich relativ Free-Gamer-freundlich. Da kann man eigentlich nichts sagen. Da gibt es schon schlimmere Autoplay-RPGs. Gibt auch bisher kein VIP-System, finde ich auch gut. Also. Ja, an der Stelle gibt es dann auch nichts mehr zu zeigen aktuell. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder über ein Abo freuen. Wenn es ihr nicht so toll fandet, dürft ihr mir natürlich einen Kommentar hinterlassen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.